Und hey Leute, und willkommen heute zu diesem Bundesliga bei FIFA heute auf unserem Kanal. Da hat das Spiel Hamburger SV gegen den RB Leipzig. In Spiel der 3, die RB Leipzig haben im ersten Spiel gegen die Hoffenheim 2-2 gespielt. Ein super souveränes Spiel. So wie auch gegen Borussia Dortmund in der 89. Minute durch Keita zum 1-0. Jetzt müssen die RB Leipziger gegen den Hamburger SV ran. Heute ist mal diese Prognose der Hamburger SV gegen den RB Leipzig. Wir sind natürlich auf dieses Spiel richtig heiß drauf. RB Leipzig natürlich heute in Blau. Und wir sind dann auch wieder zur Aufstellung wieder parat. So eine Aufstellung der Hamburger SV natürlich mit Elisewitsch, Lasogga, Müller, Holpi, Ekdal, Roger, Ostrasleck. Und so weiter. Hier sind die Aufstellung der Hamburger SV und so weiter und so fort. Mit Renan und unserem tollen Soldaten-Espawn RB Leipzig. Jetzt immer hier Davy Selke zu sehen. Aufstellung von RB Leipzig: Fabio Coltori, Taigo Orban, Sebastian Jung, Chalzanka, Kaiser, Elzanka, Sabitzer, Bruno, Forsbeck und ganz vorne mit der 27 Davy Selke. Und jetzt können wir denn gleich zum Start diesen dritten Spiel der Hamburger SV gegen den RB Leipzig. Es wird eine interessante Partie. Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist Herbert Pfeifen. Und kommt es nicht, wenn nicht. Der Schiedsrichter Jascha zu Heide und pfeift diese Partie. Und wir sehen uns weiter in dieser Partie weiterhin, wie sie den hoffen. Feuer im Spiel. Das Spiel hat begonnen, jetzt die RB Leipziger. Jetzt mit dem Vorgang, jetzt sind wir dann wieder. Er bleibt sich mit dem Angriff. Forsberg verpasst den Ball. Holtby ist am Ball, der kommt mit einem starken Lauf. Kaka. Der geht über auf Ekdal. Ekdal sieht Kaka. Kaka, der versucht reinzuflanken, aber auch wieder. Der Junge war dazwischen. Jetzt der RB Leipzig mit Davy Selke auf Sabitzer. Sabitzer muss nur noch schießen. Sabitzer und zum Pfosten. Ich wollte schon sagen 1-0 für den RB Leipzig. Ist aber auch nicht reingegangen. Leider am Pfosten ging. Sonst wäre es die nächste Überraschung von RB Leipzig. In dieser Bundesliga-Saison, nachdem sie gegen Dortmund 1-0 gewonnen haben. Jetzt mal Abschluss für den Hamburger SV. Elisabeth, jetzt am Ball, der zieht ihn lang, läuft. Elisabeth, der muss nur noch flanken. Der flankt auf Lasogga, der drüber geht. Es gibt eine Ecke von. Für die Hamburger SV, hier sehen wir was. Jung, Sebastian hat drüber gemacht. Jetzt sehen wir die Ecke. 14. Minute, das Spiel. Ist noch ganz offen, noch 0-0. Jetzt kommt die Flanke rein, aber auch noch nicht. Abgeblockt. Dickmeier. Der passt da auf Nikolai Müller. Der schießt einer und da ist Coltori. Und erneute Ecke nach 16 Minuten. Es ist eine wunderschöne Partie, was sie hier spielen. Die Hamburger SV, aber auch der RB Leipzig. Heute eine wunderschöne Partie. Hamburger SV bringt die Flanke. Jetzt müssen die Hamburger SV clever spielen um den Ball ins Tor von Coltori reinzugehen. Da war der Fehler jetzt. Er bleibt sich, kann es jetzt schnell machen. Davy Selke macht es da falsch. Der Hamburger SV Holtby jetzt am Ball. Hamburg. Weiter, versucht er weiter zu legen, aber auch wieder nicht. Jetzt RB Leipzig mit dem Konter, der kommt nicht aus, aber sehr schön gemacht. Da ging leider Meinung weit daneben und es gibt wieder Abschluss von Rene Adler. Der Hamburger SV jetzt am Start. Da kommt aber schon reingekriegt und sich da selber von Sebastian, sehr schön gemacht. Von RB Leipzig, und jetzt RB Leipzig am Konter. RB Leipzig läuft den Konter. Selke. Kaiser ist am hier, aber der Pass auf Forsberg. Da auf Davy Selke, der schießt so ganz knapp vorbei. Meine Güte, ist das ein unglaubliches Spiel heute von RB Leipzig wieder. Wie gegen Hoffenheim.
und Borussia Dortmund einfach ein unglaubliches Spiel. Jetzt der Hamburger SV mit dem Pfostenschuss, es kam so plötzlich, dass die Kamera nicht so schnell anging und wieder. Und jetzt der FCR Leipzig jetzt mit am Start. Er bleibt sich ja mit Davy Selke versucht, um Maximo Bruno, zu spielen, aber der Ball kommt nicht durch. 40. Spielminute, aber Leipzig konzentriert. Jetzt auf Davy Selke, der Fehlpass. Davy Selke muss mal schießen, er muss schießen, er schießt, aber schwach geschossen von Davy Selke. Der HSV kommt in der 45. Minute ran, es sind nur 2 Minuten Nachspielzeit. In dieser ersten Hälfte Nikolai Müller, er schießt so ganz schön knapp vorbei. Ey Leute, dieser erste Halbzeit ist einfach ein unglaubliches Spiel der Hamburger SV. Was hier abliefert, auch der Leipzig. Beide Teams bis jetzt unglaublich in der ersten Halbzeit. Unglaubliches Spiel von beiden Mannschaften. Und es sind noch gleich die erste Halbzeit angeendet. Und jetzt ein Abstoß. Und da schießt sich der Jascha zu Heide. Pfeift jetzt zur Halbzeit. Und es war eine schöne erste Halbzeit von den RB Leipzigern und der Bochumer HSV. Hier der RB Leipzig. So, hier ist man halt mit einem Schuss ein Schussplätze. Und dann noch gar kein Tor geschossen. Und das war die erste Halbzeit, die wir jetzt hatten. So, wir kommen jetzt hier zur zweiten Halbzeit der Hamburger SV gegen den RB Leipzig. Jetzt in der zweiten Halbzeit noch 0:0. Jetzt Højbjerg am Ball, der kommt jetzt hier, passt das mal zurück auf Ostralecek, Ekdal, auf Højbjerg, Idisevic, da versucht er weiterzulegen. Oh, da kommt Bielasoka, der auf Nikolai Müller passt. Aber das war auch ein schöner Missgeschick. Jetzt der RB Leipzig, im Vorwärtsgang Fehlpass. Lasoga, Pire, Lasoga, im Regal, Lasoga, jetzt Højbjerg. Holtby, der schickt da! Oh, das Kolderi, sehr schön gemacht von ihm. Jetzt der RB Leipzig wieder. RB Leipzig, der war ein bisschen zu stark und Aibo für den HSV. So, hier oben nochmal die Wechsel. Die erste ist reingekommen und jetzt nochmal Granit Kedira für Kaiser. Und wir sehen dann, wie es hier weitergeht. So, der HSV unter Druck ein bisschen und wir sind in der 67. Spielminute. Die Hamburger SV machen gerade ein sehr schönes Spiel, aber der RB Leipzig auch wieder dazwischen. Jetzt hier Bruno am Ball. Maximo Bruno auf Ilsanka, der schießt, aber da war. Ja, war deutlich daneben. Und das war ein Abstoß. Für den HSV wieder der nächste Wechsel. Elisevic geht oder für. Da kommt Gregoric. Kommt noch ein Wechsel von. Aber da hat sich ja Ilsanka gewonnen für Diego Demme. Der Hamburger SV jetzt am Anzug, ein Schuss, der der war ein bisschen zu Mist gemacht. In der 76. oder 75. Spielminute, der jetzt RB Leipzig am Konter. Macht es RB Leipzig jetzt das 1:0 oder nicht? Oder ist René Adler und schön dazwischen von ihm. Die letzten 10 Minuten RB Leipzig macht einfach ein bisschen einfach ein kluges Spiel. Gegen den HSV wie auch gegen Dortmund. Unglaublich bis jetzt, was RB Leipzig da liefert. RB Leipzig. Jetzt Granit Kedira versucht da hochzugehen. Aber was war das denn von den Hamburger? Das könnte gefährlich werden können. So, die letzten 4 Minuten RB Leipzig. Selke. Ein schöner Pass und er geht aber auch schön daneben. Nicht mal ansatzweise ans Tor und jetzt immer Abstoß für den HSV. Und jetzt kommt der nächste Wechsel für den Hamburger SV. Pire Michel, da sogar oder für Ivica Olic. Er bleibt sich wechselt nicht. So, der Schiedsrichter packt noch 2 Minuten später oben drauf. Abstoß für den RB Leipzig. Noch 50 Sekunden auf der Uhr. Dann ist die Partie des dritten Spieltags zu Ende. Der Hamburger SV gegen RB Leipzig. Es riecht, ehrlich gesagt, nach ein 0:0. Eine schöne Partie war es trotzdem von den beiden Mannschaften. Eine hochinteressante Partie. Beides war sehr gut und es sind jetzt 2 Minuten und der Schiedsrichter pfeift jetzt das Spielende und es endete 0:0 für den HSV und den RB Leipzig. Mit RB Leipzig. Es war ein wunderschönes Spiel. Beide haben nichts verschenkt. Beide haben gut gekämpft. Und damit sagen wir auf Wiedersehen. Ciao, bis zum nächsten Spieltag. Im Spieltag 4 mit der nächsten Partie sage ich euch jetzt schon. FC Bayern München gegen den
Hertha BSC. Und wir sehen uns in der nächsten Spieltag wieder. Auf Wiedersehen auf diesem Kanal, auf Bundesliga bei FIFA. Viel Spaß in diesem Video noch. Wenn ihr einmal bla bla. Und das war mal eine wunderschöne Partie. Ciao.